Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch das limitierte Mediabook von Tony Scotts 1996 gedrehtem Film The Fan mitgebracht. Das Teil ist auf 2000 Stück limitiert, erschien am 27. Januar 2017 bei der Turbine Medien AG im Vertrieb der Rakete Medien GmbH. Das heißt, ihr werdet dieses schöne Mediabook vermutlich nicht mehr bekommen, jedenfalls nicht neu oder wenn, dann nur mit sehr viel Glück. Aber ein knappes Jahr später, genau gesagt am 17.11.2017, brachte die Turbine Medien den Film nochmal im Vertrieb der Alive AG in Form eines Future Packs in den Handel. Das ist so eine Art Steelbook. Heute schauen wir uns aber dieses schöne Mediabook an, damit ihr seht, was ihr verpasst habt. Ja, über den Film selber möchte ich gar nicht so viel sagen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr in meiner Rezension auf blu-raydisc.de. Die verlinke ich euch unten. Nur so viel. Das Ganze ist ein spannender Psychothriller über einen Stalker, gespielt von Robert De Niro. Der macht das ganz hervorragend. Des Weiteren haben wir noch Wesley Snipes als Baseballstar mit dabei. Und Benicio del Toro ist auch noch mit dabei und so weiter und so fort. Hier hinten haben wir die Produktspezifikationen, die, das ist ganz interessant, falsch sind. Denn hier wird das Bild mit 1,85 zu 1 angegeben. Das richtige Bild ist natürlich 2,35 zu 1 und so befindet sich der Film auch auf der DVD und der Blu-ray-Disc. Ja, das ist ein Blu-ray-DVD-Kombi-Pack. Also der Film ist hier sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray enthalten und die CDs sind dabei identisch, also zumindest inhaltlich, qualitativ natürlich nicht. Hier unten haben wir ein schönes Bild von Wesley Snipes, in dessen Sonnenbrille sich Robert De Niro spiegelt, sehr cool. Hier oben dann Sony Pictures Home Entertainment und Turbine Medien GmbH. Hier vorne das Messer, das Artwork finde ich persönlich sehr gelungen, passt auch sehr gut, weil Robert De Niro ist Messerhandelsvertreter. Und dann hier der Baseball, das Bild bringt es schön auf den Punkt. Wirklich ganz toll. Da kommen wir später zu. Wir haben hier vorne die Blu-ray. Darunter befindet sich ein Bild von Robert De Niro und auf der Rückseite finden wir die DVD. Darunter befindet sich ein Bild von Wesley Snipes, der in letzter Zeit auch nichts Nennenswertes mehr gemacht hat. Schade eigentlich. Ich fand den eigentlich als Schauspieler immer sehr gut. Natürlich kann er Robert De Niro nicht das Wasser reichen, aber das dürfte jedem klar sein. So, dann haben wir hier dieses Booklet eingearbeitet. Darin finden sich viele interessante Informationen zum Film, zum Regisseur, über die Schauspieler und selbstverständlich jede Menge Filmbilder. Aber der Informationsgehalt ist hier relativ hoch. Ich blätter das mal kurz durch, damit ihr das sehen könnt. Hier, das Booklet ist getackert. Hält aber sehr gut. Ich habe diese CD, beziehungsweise diese CD, ich habe dieses Mediabook jetzt seit dem Erscheinungstag in meiner Sammlung und es hält sich relativ gut. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass ich das Booklet jeden Tag durchblättere, aber ein paar Mal habe ich es mir schon angeschaut. So, das besondere Highlight dieser Limited Edition ist allerdings diese Filmcell-Karte. Da befindet sich hier unten so ein kleiner Schnipsel aus der Filmrolle mit drauf. Ihr seht das. Da haben wir Wesley Snipes auf dem Baseballfeld. Man sieht es nicht. Wenn man es gegen das Licht halten würde, könnte man es sehen. Aber machen wir jetzt nicht. Genau. So schaut's aus. The Fan. Ein toller Film. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer. Be Blue. See you.